Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Ratchet & Clank für die PlayStation 4. Wir sind immer noch auf dem Planeten Pukitauro, aber nicht mehr lange, denn ich wollte noch hier die Folge anfangen, weil wir haben noch ein Gebiet zu erkunden. Das ist nämlich noch das graue Feld hier. Und laut Mission steht ja noch hier optional, finde einen Weg zum oberen Ende des Wasserfalls. Das werden wir jetzt auch tun. Übrigens, ich habe auch schon einen Weg gefunden, wie wir dort gelangen. Und zwar, wir brauchen natürlich die Tauchermaske. Und hier ist jetzt ein Tunnel. Einfach durchschwimmen und zack, sind wir auf der anderen Seite. Ach, diese blöden Vögel. Und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt auch auf der anderen Seite. Besser gesagt, auf diesem Feld. So, das machen wir jetzt auch schon ganz schnell durch. Ihr habt es jetzt gerade auch gesehen, Clank besitzt diesmal einen Düsenpack. Also jetzt nicht genau diesen Düsenpack aus Gaspar, nee. Denn Big L hat nämlich hier für uns noch ein Düsenpack eingebaut. Jetzt könnt ihr sehen, jetzt haben wir nicht mehr diesen Helipack, jetzt haben wir diesen berühmten Düsenpack. Ist auch ziemlich cool. Aber ist es nicht cool, dass hier solche Viecher rumlauern? Frag mich bloß, was werden wir hier überhaupt finden? Und Stufenaufstieg, Level 4, geil. Ah, Fische, oh Gott. Oh Gott, dann nehme ich doch mal besser den Aggressor. Meine neue Waffe. Und dafür bekomme ich einen Goldbolt. Clank und ich sind auf Pukitauro. Wir haben gerade verhindert, dass Greg den Planeten das Wasser abzapft. Du bist ohne mich los? Ich meine, na schön, alles gut. Wir sollten schnellstens Greg Industries angreifen und diesem Blagverrat ein Ende setzen. Verstanden. Allerdings, das sollten wir jetzt auch tun. Ich meine, jetzt haben wir auch wirklich alles erkundigt, alle Missionen abgeschlossen. Und deshalb würde ich jetzt auch vorschlagen, kehren wir zu unserem Schiff zurück und dann geht die Reise fort auf dem Planeten Quartu. Die Fabrik, wo die Roboter hergestellt werden. So, erstmal hier alles wieder voll machen und dann auf unserem Schiff. Ich gebe die neuen Koordinaten ein. Ja, das wäre jetzt der Planet Quartu. Dort gibt es jetzt auch nur eine Mission. Triff dich mit dem galaktischen Schutztruppen. Na dann, auf geht's. Und dort gibt es auch wieder mal nur 3 Goldballs. Ratchet an Schutztruppen. Ich bin in Quartu gelandet, aber mein Düsenpack Treibstoff ist leer. Brax und ich begeben uns drüben zum Komplex. Wir teilen uns auf und halten über Funk Kontakt. Viel Glück, Team. Drag Industries liegt direkt voraus. Los, weiter! Alles klar, da sind wir nun. Quartu, und ganz ehrlich, ich finde, dieser Planet ist irgendwie... Oh Gott, schaut euch mal das an, Leute. Überall schwarze Wolken, schwarzer Rauch. Oh, das ist doch ekelhaft. Ja, daran kann man ja erkennen, dass das hier nur Fabriken sind. Mir nach. Ja, Moment mal. Oh, Leute, schaut mal, er hat die Kreisklinge. Kennt man ja eigentlich auch schon bereits aus den Vorgängern, aber leider möchte ich noch etwas sparen. Sorry, das kann ich jetzt leider nicht holen. Es kam jetzt auch leider wieder mal eine Kino-Zwischensequenz, deswegen muss ich die auch wieder rausschneiden. Ja, ich komme schon. Vorsicht, da vorne sind Wachen.
Ah, die kriegen wir doch mit links hier fertig. So, Mr. Zuckern. So, Aggressor, mach die hier fertig. Noch einer. Und nochmal. Jawohl. Nicht schlecht für einen Neuling. Ich bin ja eigentlich kein Neuling. Ich habe schon viele Heldentaten gemacht. Sieht gut gesichert aus. Vorschläge für den Zutritt? Ratchet, als ich letztes Mal hier war, bin ich durch die Abluftschächte entkommen. Vielleicht können wir durch sie auch in die Fabrik gelangen. Okay. Na, dann machen wir es aber. Halt, halt, halt. Guck mal, da ist wieder Ranitarium. Haben will. Sieh mal, da drüben. Pass da drin auf dich auf, Clank. Okay, jetzt machen wir weiter mit Clank. Bitte komm. Ich befinde mich im Lüftungssystem von Drag Industries. Gut gemacht, Kadett. Ich wünschte, ich wäre mit dir in diesem Schacht. Hätte ich bloß nicht diese riesigen Muskeln. Ach ja, natürlich, Captain Quark. Das hast du mit links hier fertig gemacht. Das hat er wirklich mit links und rechts gemacht. Was willst du denn hier eigentlich? Das ist doch hier dieser Zap-Roboter. Okay, Moment mal. So, hier brauche ich erstmal einen Brückenbot. Kann ich den eigentlich mitnehmen? Nee, halt, Moment mal. Das geht doch auch nicht, weil ich brauche einen Sprungbot. So, erstmal brauche ich den. So, dann nehme ich wieder den und du wirst jetzt zu meinem Federbot. So, dann habe ich dich. Du wirst jetzt zu meinem Energiebot. So, den ersten hätten wir. Dann nehme ich mal wieder den Federbot. Und du wirst auch zu meinem Energiebot. Ah, jetzt haben wir eine Granate. Okay, ich weiß, ich gehe kurz zurück, weil ich habe gerade gesehen, dort war wieder eine Verpackung von diesen Holokarten. Holokarten, was kriege ich diesmal? Oh, Angela Cross. So, Moment mal, wenn wir schon mal hier sind. Ich will gerne wissen, welche Rasse ist jetzt wirklich Angela Cross? Heimatwelt Greblin. Ach, Greblin? Genforscherin. Ja, kennt man aus Ratchet & Clank 2. Aber hier steht nirgendwo, dass sie ein Lombaxin ist. Okay, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Aber ohne Witz, Leute, also vom Aussehen her ist das eine Lombaxin. Stromquelle. Bitte lass die Software vom nächsten Techniker aktualisieren. Techniker. Der Vorsitzende Drake hat beschlossen, dass Maschinenschreibkurse ab sofort Pflicht sind. Also wie gesagt, Angela ist ja eigentlich vom Aussehen auch eine Lombaxin. Aber in Tools of Destruction wird ja halt gesagt, dass Ratchet der einzige Lombax ist. Obwohl, ja, wir wissen ja alle, dass hier Dings. Alistair Arzenblut ja noch im Leben ist. Sozusagen sind es dann zwei Lombaxe. Aber bis heute weiß man, glaube ich, echt nicht. Oder wurde von den Entwicklern nie bestätigt, dass Angela eine Lombaxin ist. Aber ganz ehrlich, ich sage, sie ist eine Lombaxin. Nur sie wurde dann halt irgendwie, ich weiß nicht, in der Future-Trilogie ein bisschen vergessen. Was ich ein bisschen schade finde, aber naja. Achso, warum gehe ich wieder zurück?
Macht ja voll keinen Sinn. Sorry. Oh Gott, Robohunde, da habe ich ja sowas von Angst. Hahaha, ich mache mich hier mit platt fertig. Oh, neue Holokarte. Skizzladen. Okay, irgendwie ein bisschen unwichtig. Oh, hier haben wir noch einen Energiebot. Okay, das kriegen wir noch hin. Das ist doch hier locker einfach. Oh je, sieht gefährlich aus. Mal sehen, ob du auch hier die Lösung findest. Okay. Lass mich nicht im Stich. Jetzt haben wir hier mehrere Schalter oder solche Energiezellen. Oder Felder, ich habe auch keine Ahnung, wie man die hier nennt. Ich bin fast da. Aber hier gibt es ein Hindernis. Drax Assistent Z versucht mich vom Sicherheitsterminal fernzuhalten. Verstanden. Hilaris? Lass Pyrogen-Sprengminen auf die Fabrik regnen. Es ist vermutlich sicherer, Clank die Sache zu überlassen. Das wäre mir auch lieber. Okay, das führt mich zu meinem anderen... Wow, Alter. Das war fies. Ja, ich bin ja nicht so blöd, wie du denkst. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, das führt mich eigentlich direkt zu einem neuen Energiebot. Oder ja, Brückenbot, weil der wurde jetzt so eine Brücke. So, dich nehme ich wieder mit. Dich brauche ich. Halt, Moment mal. Okay, das ist jetzt wiederum knifflig. Obwohl, doch nicht. Halt, Moment. Das krieg ich doch hin. Guck mal, da haben wir jetzt eine Brücke. An alle Kampfbots. Der Vorsitzende Drake bedankt sich. Jetzt kann ich den nehmen. Energiebot. Du bleibst hier stehen. Ich sagte, du bleibst hier stehen. Genau. Warte, was? So, auf jeden Fall geht das jetzt so. Und so kann ich jetzt durch. Rätsel gelöst. Naja, eigentlich ihr, ne? Ihr habt mich ja erschaffen, könnte man sozusagen sagen. Ach so, Sepp stellt hier die ganzen Kisten auf. Okay, ich habe mich schon immer gefragt, wer stellt denn eigentlich immer die Kisten auf? Jetzt haben wir es herausgefunden. Nein, du solltest die Bombe nehmen. Okay. Oh, 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 oh. So, wie machen wir das denn jetzt? Okay, den kriege ich noch nicht. Ah, da bist du, mein Freund. Versteckst du dich etwa vor mir? Ach, ich bin auch ziemlich harmlos. Ich bin kein Böser. Vielleicht kann dieser Magnet weiterhelfen. Okay, hier sind wieder ein paar Karten. Wie kriege ich die denn? Obwohl, ich habe eine...
Idee. So, der wird jetzt erstmal zum Federbot. So, abwarten und jetzt. Jawohl. Oh, Zukon Junior. Oh, jetzt haben wir die komplette Zukon-Familie. Zukon Junior. Ah, okay, verstehe. Den gibt es das erstmal in Ratchet & Clank Nexus. Wusste ich ja gar nicht. So, du bleibst erstmal hier. Ich will erstmal hier die Kisten haben. Ich glaube, das ist hier gerade sein Lohn. Weil sein Lohn ist ja hier Bowls. Und wir klauen gerade Bowls. Wir klauen einfach Zap. So fies und gemein sind wir. Oh, halt, halt. Nee, nee, nicht so. Oh, guck mal, Leute, da ist ein Goldbolt, aber wie kriege ich den? Moment mal, Federbot oder eher Energiebot? Aber mir fehlen ja drei, mir fehlen ja noch zwei, oder besser gesagt einer. Ich hab mal gerade eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das so genau klappt. Also zurück kann ich nicht, das ist mir schon klar. Hallo, dies ist der Anrufbeantworter des Vorsitzenden Alonso Drake. Ich bin gerade beschäftigt. In einem Meeting oder so. Vermutlich sichere ich gerade die Zukunft für unseresgleichen. Sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Aber nichts Negatives. Der nächste mit schlechten Nachrichten wandert schnurstracks in die Lavagrube. Also das klappt irgendwie nicht. Also heißt das, wir kehren hier wieder zurück mit Ratchet? Das müsste ein bisschen... Das macht ein bisschen mehr Sinn, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den jetzt ihn bekomme. Ich kann noch etwas ausprobieren. Aber ich kann ja nicht so hoch springen. Aber ich glaube, ich brauche auch nur zwei Bots, weil ich finde auch keinen dritten. Ah, halt, halt, Leute, ich hab eine Idee. Ich glaube, ich check's. So, ich brauche nochmal den Bot. Der wird jetzt zum einen Brückenbot. So, seht ihr, jetzt kann ich hier eigentlich rauf. Und jetzt könnte ich wieder die Granate nehmen. Für den Kran sind mehrere Energiebots nötig. Ich muss diesen Raum durchsuchen. Ja, aber ich will, dass du da hochwirfst, Clank. Wieso geht das nicht? Der Magnet da drüben gefällt mir überhaupt nicht. Magneten kann man nicht brauchen. Aber wie komme ich jetzt hier hoch? Blöd ist ja... Ach, da ist ja noch ein Bot. Oh, Leute, sorry. Ich habe den total vergessen. Wie konnte ich den übersehen? Dann weiß ich jetzt auch, wie ich den Energie... was heißt Energiebot? Den Goldbot bekomme. Meine Güte.
Ja, manchmal bin ich echt so blind. So, dich nehme ich jetzt mit. Ich hoffe, Victor sieht mich nicht so. Sonst macht er sich ewig über mich lustig. Okay, so, er wird jetzt zu meinem Federbot. Und guck mal, Leute, ich krieg mein Gold Bolt. 16 Stück. Meine Fresse. So viele habe ich schon. So, okay, dann einmal so. Also gut, dass ich das noch gemacht habe. Sicherheitssymbol anzuklicken und unsere Systeme zu umgehen. Du hast es wieder getan. Das glaube ich einfach nicht. Bitte kommen, Team. Ich habe das Sicherheitsfeld der Anlage deaktiviert. Gut gemacht, Kumpel. Wir sehen uns auf dem Fabrikrollfeld. Gut gemacht, Kleiner. Das war toll, Clank. Ja, Moment. Worüber reden wir? Ich war kurz abwesend. Okay, cool, wir haben's. Wir können jetzt eigentlich rein in der Fabrik. Aber Leute, ich sehe gerade auf die Zeit und ich denke mal, ich würde gerne jetzt auch hier die Folge beenden, so leid es mir auch tut. Ja, ich weiß, wir sind mitten in einer Mission, aber sorry Leute, ich kann anders nicht. Ich würde jetzt wirklich gerne hier Schluss machen für heute, besser gesagt für die Folge. So, jetzt müssen wir untersuchen die Fabrik. Ja, das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dato hoffe ich mal, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank für die PlayStation 4. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.